Die Belgier haben ein neues Staatsoberhaupt. Nach der Abdankung von Albert II. Ist sein Sohn Philipp zum neuen König vereidigt worden. Auf dem Balkon des Königspalastes in Brüssel zeigt sich der frisch gebackene Monarch an der Seite von Königin Mathilde seinem Volk. Tausende jubeln dem Königspaar bei strahlendem Sonnenschein zu. In seinem Amtseid gelobt Philipp, den Dialog zwischen den Bürgern zu stärken. Denn der neue König steht vor der schwierigen Aufgabe, den Zusammenhalt in einem Land zu stärken, das vom jahrelangen Sprachenstreit zwischen Flamen und Wallonen gespalten ist. Vor allem im niederländischsprachigen Flandern stellen viele die Monarchie in Frage. Je pense que le seul futur pour la monarchie belge. Die Monarchie wird in Belgien nur eine Zukunft haben, wenn der König eine Position jenseits der Politik einnimmt. Eine neutrale Position wie in den Niederlanden oder Schweden. Für die derzeitige Form gibt es keine Zukunft. Welche Zukunft Philipp als Nachfolger von König Albert hat, könnte sich schon im kommenden Jahr entscheiden. Bei der Parlamentswahl könnten die flämischen Nationalisten ihre Position als stärkste Partei in Flandern weiter festigen. Sie wollen die Monarchie abschaffen und Belgien zugunsten einer autonomen Republik Flandern verschwinden lassen. Der als schüchtern geltende Philipp muss sich nun als König erst einmal beweisen. Seine kontaktfreudige Frau Mathilde könnte ihm dabei helfen, die Herzen der Belgier zu gewinnen. Sie ist die erste gebürtige belgische Königsgattin.